Zusammenstoß auf der B12 bei Pocking. Vermutlich gesundheitliche Probleme führten am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 69 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Wagen in Richtung Simbach am Inn. Auf Höhe Pocking kam er auf gerader Straße plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen tschechischen LKW. Der LKW-Fahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt aus seinem Wagen befreit und in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf der B12 kam es durch den Unfall zu erheblichen Verkehrsproblemen.